Die nächsten zwei Anwärter auf den Titel sind bei mir, Pascal und Jule. Wie sieht es bei euch aus, fahrtechnisch? Bist du der Meinung, du könntest das schaffen? Ja, dass ich es schaffen kann, glaube ich schon. Aber ob ich die Zeit von Ginny toppen kann, das weiß ich noch nicht. Das sah ganz gut aus, wie er da gefahren ist, ne? Ja, der hat das sehr überlegt und sehr ruhig gemacht. Aber ja, wir schauen mal, ob wir ihn toppen können. Umsteige. Pascal Stenzel. Mit Hilfe der Rückfahrkamera diesen Ball zu treffen. Er fährt langsam an das Ziel heran. Er gibt zwar Gas. Oh, vielleicht schafft er es sogar. Mitte Tor, überragend. Also, ihr seid auch im Schneckentempo gefahren. Pascal, die zweite, auf geht's. Fuck. Das war der sogenannte Stenzelche Doppelwopper. Zwei Kontakte wie im Training. Hey, was ist das denn? Hey, hey. Was ist denn? Ah, oh, wieder ganz gekonnt. Schubst er den Ball ins Tor. Pascal, zufrieden mit deiner Leistung? Ja, besser geht's nicht, oder? Juli, du setzt dich schön unter Druck, ne? Ihr müsst euch auch nicht mit mir unterhalten. Julian Weigel. Seit zwei Wochen hat er den Führerschein. Wir würden uns freuen, wenn er den Rückwärtsgang, die Parkbremse rausmachen hilft. Jetzt kommt er an. Was macht er? Geht der Ball ins Tor? Ja, sensationell. Yeah. Das Gesicht werden wir auf jeden Fall nehmen, Ju. Und auch den versenkt er sensationell. Julian Weigel, die dritte. Auf geht's! Ach, das ist so sicher. Mit Effet haut er ihn rein. Passsicherheit. Wie auf dem Feld. Absolute Passsicherheit. Zufrieden mit deiner Leistung? Auf jeden Fall, ja. Habe ich, glaube ich, ganz gut gelöst. Und unser Team funktioniert. Die beiden Youngster jetzt im Slalom-Parcours. Die Bestzeit von Matze Ginter ist zu schlagen. Okay. Nee. Abgemürgt! Ich fahr nochmal. Beinfahren und Knopf. Immerhin habe ich es geschafft. Pascal Stenzel. Ja, die Pylonen, die nimmt er schon mal richtig schnell. Das macht er gut. Jetzt kommt er in den kritischen Bereich. Er fährt weiter, weiter, bis das Stoppzeichen kommt. Rückwärtsgang rein, Hände weg vom Lenkrad. Jetzt wird eingepackt. 9 Sekunden Gutschrift hat er. Das sieht gut aus. Jetzt nur noch den Vorwärtsgang einlegen und wir sind bei 27, 97 und es gibt einen neuen Führenden. Pascal, wie glücklich bist du? Ja, sehr, dass ich Ginny noch getoppt habe. Zufrieden mit deinem Partner? Wahnsinn, ja. Sehr stolz. Ja, das ergibt folgenden Zwischenstand. Erster, Pascal Stenzel mit sagenhaften 18,97 Sekunden vor Matthias Ginter. Den weiteren Plätzen Jule Weigel, Gonzo, Roman Bürki und Nuri Sahin. Dass das überhaupt noch auf die Tafel passt. 47,18 Sekunden. Unfassbar.